silence. Take a little bit of- Die schönen Blumen habe ich von Everdrop bekommen. Als Dankeschön, dass wir uns so viel Mühe gemacht haben für die Story. Voll hübsch. Danke. Ich weiß, ich habe euch gestern ein bisschen auf die Folter gespannt, weil ich mich geschminkt habe, ohne zu sagen, welches Produkt das genau ist. Aber das war extra, weil mein Douglas-Code erst ab heute gilt. Und dann wäre es ja blöd gewesen, wenn ihr gestern schon bestellt. Und der gilt von heute bis übermorgen, also bis zum 13. Das sind 15% auf alles, ohne Mindestbestellwert. Hatten wir schon lange nicht mehr. Und dementsprechend zeige ich euch mal alles, was in meiner Make-up-Tasche drin ist, falls ihr ein bisschen Inspo braucht. Ich zeige euch einfach mal alles, von vorne bis hinten. Und wenn, ich verlinke euch auch immer die Produkte, aber wenn ich mehr als zwei Produkte in einer Sequenz zeige, dann müsst ihr einfach screenshotten und selber suchen, weil ich kann ja nur einen Link hinzufügen. Ich habe endlich eine Foundation gefunden, die natürliche Inhaltsstoffe hat und die ich trotzdem gut finde. Also 100% Natural Foundation, 88% der Inhaltsstoffe sind auch Bio. Ich habe auch mal Codecheck gefragt, der zeigt uns auch einen grünen Kreis. Und ich habe da verschiedene Farben, je nachdem wie braun ich gerade bin. Ich füge euch hier mal Swatches ein, dann könnt ihr schauen, was euch vielleicht zusagt. Thema Wimpern. Also Schritt 1, Wimpern biegen. Ich benutze schon seit der Schule die Wimpernzange von MAC und die hier war jetzt ein bisschen durch. Deshalb habe ich mir für diese Kooperation mal eine neue gegönnt. Ich habe mir übrigens von allem Vorrat bestellt, bevor ihr wieder monatelang den Shop leer kauft. Die hier fügt sich echt gut an mein Auge an. Verlinke ich euch. Dann Nummer 2, der Lash Primer. Das ist wie eine weiße Wimperntusche. Der ist von Clinique, das heißt Lash Building Primer. Und den lasse ich so ein bisschen antrocknen und ich finde, der pflegt meine Wimpern, macht sie aber auch viel dicker und länger. Also danach sieht die Mascara einfach extremer aus. Macht so ein bisschen halt diesen Spinnenlook, den ich liebe. Und danach kommt die Benefit They Are Real Mascara, benutze ich schon seit Jahren. Wissen auch alle, die mir folgen, da bringt mich wahrscheinlich auch so schnell nichts mehr von weg. Weiter im Text, Augenbrauen. Da benutze ich zurzeit den Micro Brow Pencil von NYX. Der macht so ganz feine Linien und da benutze ich die Farbe Taupe. Mit dem komme ich echt gut zurecht, da kann man sehr natürlich mitmalen und dann hat der auf der anderen Seite noch so ein Bürstchen und dann verwende ich das Control Freak Eyebrow Gel, damit es auch beim Schwitzen hält. Concealer, da wechsle ich manchmal ein bisschen durch. Momentan mag ich den hier von NYX sehr gerne. Der deckt extrem stark und hält auch sehr gut. Also der ist wirklich sehr, sehr deckend. Den von Sueva mag ich auch weiterhin, den habe ich euch damals gezeigt. Und was ich auch immer in Verwendung habe, ist meine Palette von MAC. Die sieht schon so ein bisschen durch aus, die hält aber auch schon seit Jahren, die ist echt alt. Und je nachdem, ob ich was unterm Auge machen will oder einen Pickel auf der Backe habe, kann ich da einfach variieren. This is hidden behind the flowers. Ja, schaut mal, so alt ist sie schon. Und hinten drauf kann man gar nicht mehr richtig lesen, was es heißt. Aber sie ist gut, ich mag sie sehr. Super wichtig, mein Secret Brightening Powder von Laura Mercier. Secret Brightening Powder, damit der Concealer auch hält. Damit mache ich mir erstmal Schnee unter die Augen und dann wird das nachher verblendet. Nur so hält das bei mir, sonst geht das nicht. Also das ist wirklich ganz weißes Pulver und das ist auch ein bisschen teuer, dieses Produkt, aber ich finde, das lohnt sich einfach. Meine Mama benutzt das auch immer. Das ist so ein kleiner Tipp. Dann mein Gesichtspuder ist so leer, dass ich es euch nicht mal zeigen kann. Das ist auch ein natürliches Produkt. Ich würde behaupten, das wäre Organic, aber da gucke ich nochmal nach. Das ist von RMS Beauty. Farbe 0 bis 1 und damit pudere ich mein ganzes Gesicht ab. Also ich bin absolut beim Pudern dabei. Ich finde, Pudern ist essentiell für alles. Die meisten schon, habe ich schon so oft gezeigt und jedes Mal sieht sie wieder so dreckig aus. Das ist echt der einzige Nachteil an der.
Aber die ist trotzdem gut. Also das benutze ich zum Konturieren, als Bronzer. Das hier benutze ich auch nochmal unter den Augen. Und wenn ich es nochmal heller möchte, wenn mein Concealer nicht gereicht hat, dann das hier benutze ich als Highlighter im Innenwinkel meines Auges und unter der Augenbraue. Also ich benutze die ganz vielseitig und die ist auch sehr teuer, aber die ist auch echt gut. Neu entdeckt. Ich habe euch doch versprochen, dass ich mehr nach Naturkosmetik und nach Biokosmetik Ausschau halten werde. Und das hier ist ein Bronzer von Santé. Der ist vom Unterton her so ein bisschen orangefarbiger als die Konturpalette. Aber mag ich trotzdem, ist sehr leicht. Und dann dieses Rouge, ich habe doch sonst immer Orgasm von NARS benutzt, aber dieses Rouge finde ich auch gut. Es hat auch so einen ganz leichten Goldschimmer. Ich versuche euch gleich hier mal ein Bild einzublenden von meiner Backe. Und das ist auch sehr leicht und ich finde die richtig gut. Bio, günstig, kann man empfehlen. Ich habe gerade gesehen, also mein Puder war doch gerade eben leer und ich hatte mir dann kurzfristig das von Santé gekauft, was übrigens total lecker riecht. Und das finde ich auch gut. Und das gibt es auch bei Douglas, verlinke ich euch. Mann, alle meine Stories waren gerade weg. Ich habe es gerade schon mal gemacht. Also Highlighter nochmal. Mein Liebling ist Soft and Gentle von MAC. Den von NYX finde ich auch gut. Und dann habe ich auch noch den von Soeva. Allerdings ist das wirklich eher ein Lidschatten für das komplette Auge. Das ist Visionary Light von Soeva und weniger als Highlighter. Hier ganz an der Seite seht ihr Soft and Gentle und da daneben ist der von NYX. Man kann da echt ein bisschen tricksen. Im Video habe ich von Soeva die Farbe Earthbound benutzt. Ich mag aber auch Plumberry von Laura Mercier sehr gerne, wie man sieht. Sehr klein. Dann mag ich von BU die Farbe 564. Und dann auch noch den von NYX, den habe ich jetzt gerade neu, in der Farbe Toulouse. Ich finde, die sind alle ziemlich ähnlich. Der ist am dunkelsten, der ist ein bisschen rosafarbener, der ist ein bisschen beigefarbener und der so in der Mitte. Und ich verwende ja immer einen, der sehr ähnlich ist zu meiner Lippenfarbe, damit es praktisch aussieht wie meine Lippe und nicht so auffällt, dass es übermalt ist. Wir sind am Ende, das war's. Have a look, I was confused by my own sweat. We come down to our belly and we continue with the fingers. Like, so you lay down on your belly and then you lift your upper body. It's 9:30, not midnight. It's 9:30 and I'm about to start my workout. They will be proud of me if they see the story. Team active. It's dripping into my eyes.